Heute für euch, warum es Lord Voldemort extrem wütend machte, Snape zu töten. Das und mehr jetzt in diesem Video. Du hast dich als treuer Diener erwiesen, Severus. Doch du weißt, nur ich kann ewig leben. Ich frage mich immer, was Severus Snape in diesem Moment durch den Kopf ging. Er wusste, dass sobald Voldemort eine Entscheidung getroffen hatte, es kein Zurück mehr gab. Jede Wahl von ihm war endgültig. Voldemort zeigte damit, dass er keinerlei Zweifel hegte. Als er beschloss, Snape zu töten, war dies ebenfalls endgültig. Und Snape war sich nur allzu bewusst, dass sein sicheres Ende unmittelbar bevorstand. Dennoch bewahrte er Ruhe und versuchte bis zum letzten Augenblick, den dunklen Lord davon zu überzeugen, dass der Zauberstab nur ihm treu ergeben war. Alan Rickman, möge er in Frieden ruhen, verdient wahrlich Lob für seine herausragende Darstellung dieser Rolle. Doch selbst nach 8 Filmen und zahllosen beeindruckenden schauspielerischen Leistungen waren Snapes letzte Augenblicke einfach überragend. Es ist bemerkenswert, dass Voldemort nicht den Todesfluch anwandte, um ihn zu töten. Und ich weiß, was du jetzt denkst. Es liegt am Elderstab, nicht wahr? Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also lasst uns nicht länger zögern. Es ist Zeit, die Wahrheit aufzudecken, warum Voldemort wirklich nicht den Todesfluch gegen Severus Snape verwendet hat. Ich weiß, viele von euch haben den Titel des Videos gesehen, auf das Video geklickt und sofort gedacht, dass es definitiv um den Elderstab geht. Nun, ich kann nicht leugnen, dass der Elderstab eine gewisse Rolle spielt, aber er ist nicht der einzige Fokus des Videos. Es gibt noch mehr zu berücksichtigen und im Grunde genommen geht es darum, die Dinge aus Voldemorts Perspektive zu betrachten. Nicht nur die Situation mit dem Tod von Snape, sondern wie er generell das Töten angeht, da er Magie anders erlebt als die meisten Zauberer und Hexen. Das ist der erste Punkt, den wir klären müssen, bevor wir auf Snapes Schicksal eingehen. Glaubt mir, wenn ich euch sage, dass sobald ich das erklärt habe, Snapes Tod viel mehr Sinn ergeben wird. Im Allgemeinen nicht nur in Bezug auf die Beziehung zum Elderstab. Werfen wir also einen Blick auf die Sichtweise des Dunklen Lords über Magie. Voldemort begrüßte die Magie aufrichtig. Er richtete sein ganzes Leben darauf aus, der größte Zauberer zu werden, der je existiert hat. Er betrachtete die Magie als eine unglaubliche Gabe, und um einen Zauberstab zu führen, musste man der Magie überhaupt würdig sein. Und wenn es um Muggelgeborene und eigentlich Muggel im Allgemeinen ging, liebte der Dunkle Lord nichts mehr als Magie zu benutzen, um sie zu foltern und ihr Leben zu beenden. Klingt ziemlich düster. Denn nichts mehr erfüllte ihn, als das helle grüne Licht seines Zauberstabs verlassen zu sehen und augenblicklich das Leben seines Opfers zu stehlen. Einfach so, in einem Wimpernschlag. Das war es, was er wollte. Eine Sache, die auch sehr wichtig zu beachten ist, ist Voldemorts mangelndes Bewusstsein für Liebe, weil er überhaupt kein Verständnis für Gefühle hat. Oft verwechselt man beides, als hätte er nie erfahren, wie es ist, glücklich zu sein. Doch der Punkt ist nicht, dass der Mann den ganzen Tag damit verbringt, keine Freude zu erleben. Sicherlich hatte er Freude und Glück beim Foltern und Töten von Menschen. Wir haben seine Wut und seinen Zorn gesehen. Aber weil er nicht als mitfühlend angesehen wird, schwebt es irgendwie in meinem Hinterkopf, dass der Dunkle Lord sich tatsächlich um das Wohlergehen von manchen Menschen kümmerte, was er auch tat. Er wollte, dass seine besten Todesser bei guter Gesundheit waren, da sie für ihn am nützlichsten waren, wenn sie sicher und lebendig waren. Es gab Todesser, die Missionen für ihn verkackten, die ihren Job nicht erledigten, Todesser, die ihn oft verraten haben, und er hat sich mit ihnen allen auseinandergesetzt. Doch jemand, der immer konsequent war, jemand, der immer da war und sich bewährt hat, war Severus Snape. Lasst uns nicht vergessen, es war Snape, der Voldemort zuerst von der Prophezeiung gewarnt hat, und ich bin mir sicher, dass der Dunkle Lord dafür immer dankbar war. Es schien, dass Snape für jeden Erfolg, den Voldemort hatte, irgendwie einen gewissen Beitrag geleistet hat. Je mehr Snape für seinen Herren tat, desto mehr Respekt verdiente er sich. Es ist wichtig zu wissen, dass der einzige Grund, warum Snape ein Doppelagent wurde, seine Liebe zu Lily Potter war. Nichts anderes, kein Sinneswandel, gar nichts. So mutig Snape auch war, er war immer noch kein Heiliger. Er beging Verbrechen genau wie der Rest der Todesser. Und dennoch wurde er von Lord Voldemort sehr geschätzt, das steht außer Frage. Selbst bei der Rückkehr des Dunklen Lords, als Snape nicht auf dem Friedhof erschien, war seine inoffizielle oder informelle Erklärung an den Dunklen Lord ausreichend, um ihn wieder in die Gunst zu bringen. Dann, als die Loyalität vieler anderer Todesser in Frage gestellt wurde, ging Snape und sicherte sich seinen Platz an der Seite von Voldemort, indem er Albus Dumbledore tötete.
Nun, Voldemort betrachtete Severus als treu ergeben. Er ist äußerst nützlich, mächtig und zuverlässig gewesen. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie unangenehm ihm dieser Gedanke ist. Tatsächlich versuchte Voldemort, den Zauberstab zu benutzen, den er für Dumbledores hielt. Obwohl er wusste, dass Snape ihn getötet hatte, spürte er eine gewisse Zeit lang den Widerstand des Stabs. Letztendlich traf er jedoch die Entscheidung, dass Snape sterben musste, was auf eine zugrunde liegende Überlegung über den Wert von Snape für ihn hindeutet. Nun, wie ich zu Beginn dieses Videos bereits erwähnte, spielt der Elderstab eine gewisse Rolle, warum Voldemort den Todesfluch nicht benutzte. Voldemort hatte seine Lektion gelernt, dass Zaubersprüche von ihm an anderen abprallen bzw. nicht richtig wirkten, natürlich nicht überall, aber bei manchen. Richtigerweise nahm Voldemort an, dass wenn er den Todesfluch mit dem Elderstab auf Snape anwandte, genau dasselbe passieren würde wie vor all den Jahren in Godric's Hollow. Er wusste also, dass der Todesfluch nicht auf der Speisekarte stand. Aber, und dies ist ein sehr großes Aber, warum benutzte er nicht einfach seinen alten Zauberstab, den er schon immer hatte, und beendete Snapes Leben auf der Stelle, so wie er es mit so vielen Opfern vor ihm getan hatte? Das ist ganz einfach, weil Voldemort Snape nicht als Opfer sah. Er betrachtete die Situation einfach als unvermeidlich. Er versuchte, den Zauberstab zu nutzen, ohne sein wahrer Herr zu sein, aber leider bedeutete sein anhaltender Widerstand, dass es für Snape an der Zeit war zu sterben. Schauen wir uns also mal an, wie er starb. Voldemort schnitt ihm mit dem Elderstab die Kehle auf, um ihn im Film zu töten, was offensichtlich nicht im Buch geschah. Diese Szene ist ein massiver Widerspruch, da der Zauberstab Snapes Hals so aufschlitzte, dass er zusammenbrach und verblutete. Der Elderstab sollte seinen Meister eigentlich nicht verletzen können, was eigentlich schon beweist, dass Snape gar nicht sein Meister war. Aber wie auch immer. Der Verweis auf das Buch mit Nagini war der perfekte Weg, um Snapes Leben zu beenden. Denn die Schlange enthielt einen Teil der Seele von Voldemort, was es ihm nahe brachte, die Tat selbst auszuführen. Er war gezwungen, Snape persönlich zu töten, da er glaubte, dass er Harry Potter nicht zerstören kann, ohne die Loyalität des unbesiegbaren Elderstabs zu besitzen. Voldemort sagte Snape tatsächlich, dass er bedauerte, ihn ermorden zu müssen, und lobte ihn für seine Loyalität, wahrscheinlich als Dankeschön für seine Dienste. Voldemort erlaubte Snape langsam zu sterben, anstatt ihn einfach mit einem Fluch zu vernichten, und gab ihm somit einen Tod bei vollem Bewusstsein, einen irgendwie würdigen Tod. Voldemort war stolz auf seine Fähigkeit, ein einfaches Leben gefühllos zu entreißen, indem er eine Beschwörungsformel wie Avada Kedavra benutzte, um das Leben sofort zu nehmen, wie es ihm gefiel. Ich denke, er rangierte Snapes Tod nicht so bedeutungslos und beiläufig, wie er es sonst tat. Es ist nicht das erste Mal, dass er die Ermordung einer Person auf eine andere übertragen hat. Er hat es mit Albus Dumbledore getan und jetzt mit Severus Snape. Außerdem hat Nagini sehr schnell zugeschlagen. Soweit wir wissen, hätte sich Severus Snape auch verteidigen können. Man kann den Todesfluch nicht mit einem anderen Zauberspruch abwehren, aber man kann ihn sicherlich mit Gegenständen blocken. Vielleicht hätte Snape nicht darauf gewartet, dass Voldemort seinen Zauberstab zieht, sondern hätte direkt reagiert. Voldemort hat aber nach wie vor jedes mögliche Szenario durchdacht und ist zu dem Entschluss gekommen, dass dies am meisten Sinn macht, wie er es getan hat. Was auch sehr interessant ist, ist, dass Voldemort keine Ahnung hat, dass Snape nicht der Meister des Elderstabs war. Natürlich findet er es später heraus, aber bevor er ihn getötet hat, wusste er es nicht. Und jedes andere Szenario, jeden möglichen Todesfall von Snape oder wie er sich wehren könnte, plant er ganz genau durch, um sicherzugehen, dass alles klappt. Irgendwie schon komisch. Schon alles sehr interessant. Das ist auf jeden Fall meine Erklärung, warum Voldemort nicht den Avada Kedavra-Fluch gegen Severus Snape benutzte. Ich möchte aber trotzdem wissen, was ihr in den Kommentaren denkt, also schreibt es gerne drunter. Gibt es noch andere Gründe, warum er den Tötungsfluch nicht benutzte? Schwierig zu sagen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.